Der Coronavirus scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein. Laut aktuellen Medienberichten hat der seltene Virus nun auch in der Hauptstadt Anklang gefunden. Hier hat sich ein erst 22-jähriger Mann mit dem Virus infiziert. Das Merkwürdige an der ganzen Sache, wie nun bekannt gegeben wurde, hatte der Mann nicht einmal Symptome, die auf den Coronavirus hätten schließen können. Es handelte sich um eine Zufallsdiagnose. Seine Symptome hörten sich zunächst nach etwas anderem an. Er wollte sich eigentlich nur eine Reiseimpfung beim Arzt holen, doch in der Nacht danach verschlimmerte sich sein Zustand extrem. Er war desorientiert und geplagt von Grippesymptomen. Seine Mitbewohner hatten dann den Rettungsdienst gerufen. Ob diese Krankheitsbilder mit dem Coronavirus zusammenhängen, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.